In dieser Wohnung ist mir das halt super wichtig, dass es so farbenfroh ist, weil ich ja auch so eine farbenfrohe Persönlichkeit bin und das ist so, ich mag das total gerne, wenn so Leben in der Bude ist quasi. Hi, ich bin Christiane Nehring, aka Fräulein Nehring. Ich bin Juristin und Künstlerin und ich wohne hier mit meiner kleinen Pudeldame, der 6 Monate alt ist, Lilu, und hier in Frankfurt. Und ich freue mich, dass ihr heute hier seid. Also Lilu ist mein Pudelmädchen. Ich habe sie echt durch Glück gekriegt, weil eine Freundin ihren Bruder aus dem gleichen Wurf bekommen hat und dann war sie auf einmal frei und meine Freundin meinte, willst du einen Hund haben? Und ich habe die ganze Zeit immer schon davon geredet, dass ich gerne einen Hund hätte und dann habe ich ja gesagt und seitdem ist sie hier. Und ich habe nicht gedacht, also sie bedeutet mir echt sehr viel. Und trotzdem ist sie manchmal so ein kleiner Terror-Teddy. Ich finde, Frankfurt ist, man hat was Kleines, dass man alles mit dem Fahrrad erreichen kann und trotzdem etwas total Urbanes, was man in Deutschland nirgendwo hat mit der Skyline. Schöne Bars, coole Plätze, wo man sich mit Freunden zu einem Aperol treffen kann. Auf alle Fälle ist Frankfurt eine Reise wert. Also ich habe sehr kurzfristig Wohnungen in Frankfurt angeschaut und ich weiß noch, dass ich die Straße hier runtergegangen bin und dachte, ach cool, hier möchte ich irgendwie wohnen. Und dann kam ich rein und das Wohnzimmer war gelb mit einer Sonne und das Schlafzimmer hatte eine rote Wand mit einer goldenen Bordüre. Aber irgendwie habe ich gedacht, irgendwie das passt und dann habe ich die Wohnung auch bekommen und als es dann fertig war, war es so ein ganz anderes Wohngefühl. Also auf einmal war es meine Wohnung schon, obwohl nichts hier drin gewesen ist. Also ich würde sagen, ich habe gar keinen richtigen Stil, denn irgendwie spiegelt diese Wohnung so meine Persönlichkeit wider oder was ich bin. Also ich bin Künstlerin, deswegen ist das hier meine kleine Galerie. Ich bin aber auch Juristin, das ist so ein bisschen clean. Ich mache Yoga, da kommt ein bisschen Meditation durch. Es ist quasi also kein richtiger Stil, sondern ist ein Mix aus allem, was mich widerspiegelt. Also ich habe eine kleine Mint-Obsession, deswegen ist sehr viel Mint und Rosa. Aber ansonsten mag ich den Mix aus Antiken, also alt und neu und so Bestseller, so klassische Design-Bestseller, die man überall immer hinstellen kann und in jede Wohnung passen. Also Glamour und Clean, so diesen Mix, die Kontraste. Also Farbe bedeutet mir super viel. Ich bin immer richtig bunt angezogen und mag auch so Color Blocking. Und ich finde, Farbe ist halt so Lebensfreude. Es kann halt alles ausdrücken und ich kombiniere halt einfach gerne Farbe auch beim Malen. Also so, ich gucke immer, was geht, geht schwarz mit pink und auch so Farben, wo man das nicht gleich denken kann. Und das ist auch in der Kunst so, dass ich manchmal denke, ah, können wir probieren und dann stehe ich vor dem Kunstwerk und denke so, ach, nee, doch nicht. Aber es ist halt so ein Try and Error. Also ich habe mit dem Malen begonnen in meinem ersten Examen, beim ersten juristischen Staatsexamen und als Ausgleich für die ganze Lernerei dachte ich, ich brauche mal irgendwie was Kreatives. Und dann habe ich immer gemalt. Aber so mit mittelmäßigem Erfolg, weil alle meine Freunde immer darüber gelacht haben und meinten so, oh Chrissy, das hängt sich doch niemand hin. Und dann habe ich halt immer für mich und meine Wohnung gemalt. Und irgendwann, letztes Jahr, habe ich dann mein erstes Bild verkauft und dann auch die erste Ausstellung gehabt und auf so einer Kunstmesse ausgestellt. Und auf einmal ist es ganz natürlich gelaufen. Und malen bedeutet für mich so, dass ich meine Emotionen verarbeiten kann. Also wenn ich glücklich bin und male oder wenn ich traurig bin, wenn ich Liebeskummer habe oder auch wenn ich irgendwie auf jemanden sauer bin, dann male ich halt. Und jedes Bild hat irgendwie so eine Bedeutung für mich oder ich weiß genau, was ich gefühlt habe, als ich das Bild gemalt habe.
die alte Theke oder der alte Schrank von meiner Tante. Das ist ein Familienerbstück. Der ist, glaube ich, jetzt mit mir in die 6. Wohnung schon gezogen. Und davor war er, glaube ich, 15 bis 20 Jahre bei, nicht der Tante, von der wir die ursprünglich haben, sondern bei meiner anderen Tante. Und die Tante, die es gekauft hat, hat ihn 1953 gekauft. Und ich habe auch noch die Originalquittung. Und das ist irgendwie so ein Teil meiner Familie, das immer mit mir hinkommt. Ja, ich habe letztes Jahr auch eine Yogalehrerausbildung gemacht und versuche eigentlich immer so jeden Tag eine halbe Stunde Yoga zu machen. Seitdem ich aber Lino habe, funktioniert das nicht immer so gut, weil wir auch viel spazieren gehen und weil sie mir am Anfang auch immer in die Haare gebissen hat, wenn ich den herabschauenden Hund gemacht habe oder versucht hat, das Gesicht zu lecken. Aber jetzt akzeptiert sie es langsam und legt sich einfach auf die Matte und ich muss dann meine Stellungen so um sie herum machen. Es war super schön, dass ihr heute hier wart. Wir haben uns echt wirklich gefreut und vielen Dank und bis bald.